Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zu Ihrem Micknauf Daily direkt zu Wochenbeginn. Ja, und diese Woche geht sie ja wieder los, die Quartalsberichtssaison, vor allen Dingen in den Vereinigten Staaten. Aber fangen wir natürlich vorne an. Ja, der DAX am Freitag noch bei 10.887 Punkten rausgegangen. Ja, zumindest mal ein Wochenplus von 1,1%. Ja, wir haben den Angriff auf die Marke von 11.000 versucht, aber sind halt eben kurz vorher verhungert. Ja, da liegen die Amerikaner schon etwas besser. Der Dow bei 23.976 Punkten rausgegangen. Ein Aufschlag von 2,4%. Der S&P 500 sogar 2,5% und noch besser die Technologiebörse, die Nasdaq mit 3,5%. Ja, die Hoffnung ruht vor allen Dingen diese Woche auf dem Dienstag. Da geht es ja um die Abstimmung in Großbritannien im Parlament. Da geht es natürlich um den Brexit und da wird man sehen, ob man für oder letztlich gegen Theresa May stimmt. Also ob es zu einem geordneten oder eher ungeordneten Brexit kommt. Sollte es ungeordnet kommen, ja, dann dürften wir uns auch an der Börse tatsächlich noch auf einiges an Gegenwind, dementsprechend auf fallende Kurse vorbereiten. Also der Dienstag dementsprechend ganz klar mit einer der wichtigsten Tage innerhalb dieser Börsenwoche. Ansonsten hören wir natürlich USA und China, Thema Handelsstreit. Es gibt aktuell keine Details. Gut, eine mögliche Einigung ist dementsprechend natürlich noch drin. Aber wie gesagt, auch hier ist das Enttäuschungspotenzial, sollte es nicht zu einer Einigung kommen, dann doch relativ groß. Aber wie gesagt, man spricht miteinander, man verhandelt miteinander, man kommuniziert, wie wir so schön sagen. Und das ist doch zumindest schon mal ein großer, großer Schritt. Vor allen Dingen hat man sich ja Zeit gegeben bis März. Die 90-Tage-Frist läuft ja erst im März aus. Also dementsprechend hat man hier natürlich noch etwas Zeit, muss man sagen. Naja, vor allen Dingen in Amerika hat Donald Trump, der US-Präsident, natürlich momentan noch mit ganz anderen Schwierigkeiten zu kämpfen, mit dem längsten Shutdown in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Shutdown heißt also, der Haushalt ist noch nicht aufgestellt, weil ja Donald Trump hier mindestens eine Verankerung von 5 Milliarden US-Dollar drin haben will, um seine Mauer zu Mexiko aufzubauen. Und sollte das nicht der Fall sein, dann will er diesen Haushalt nicht anerkennen. Wird aber, wo momentan halt eben die Hängepartie in Amerika so ist, dieser Haushalt nicht anerkannt, ja, dann bekommen halt eben auch die ganzen amerikanischen Beamten kein Geld, müssen also mehr oder minder für umsonst arbeiten oder gar nicht arbeiten, wenn die Museen, wenn die großen Parks halt eben dementsprechend geschlossen bleiben. Das wiederum bedingt natürlich, dass die Amerikaner, die halt eben im öffentlichen Dienst unterwegs sind, nun nicht unbedingt amused sind über das, was ihr Präsident da gerade veranstaltet, denn die müssen de facto ja nun auch mal ihre Mieten und ihre Rechnungen zahlen. Also dementsprechend, da droht also auch noch einiges an dementsprechendem Ungemach. Vor allen Dingen erwarten wir natürlich an Konjunkturdaten einiges in nächster Zeit aus den Vereinigten Staaten. Ja, die können aber auch nicht geliefert werden, wenn halt eben die Behörden bei Zeiten Schmalgang haben, respektive geschlossen haben. Das heißt, also auf Konjunkturdaten müssen wir hier ein bisschen verzichten. Naja, und für uns natürlich auch wichtig, über das Thema Italien haben wir in letzter Zeit relativ wenig gehört und wenig gesprochen. Aber auch hier muss ja noch der Italiener mit den Brüsselern, das heißt mit der EU, zusammenkommen, um sich den Haushalt abnehmen zu lassen. Das heißt also, wir haben nach wie vor Schwierigkeiten und Unwägsamkeiten, die den Markt auch immer wieder mal nach unten treiben könnten. Also wenn man mal hinhört auf das, was die großen Banken so bis Ende des Jahres als Jahresendziele beim DAX hervorgerufen haben, ja, da haben wir eine relativ große Spannweite von nur 10.000 Punkten bis rauf, teilweise sogar auf 13.200. So der optimistischste Ausdruck dessen, was wir halt eben hier an Analystenstimmen haben. Die meisten liegen übrigens so in dieser Bereichsquelle bei 12.200, 12.300 bis zum Jahresende 2019. Also ein bisschen Optimismus ist dabei, aber natürlich sagen auch die Analysten immer wieder ganz klar, diese drei Faktoren, die ich Ihnen gerade genannt habe, Brexit, USA-Handelsstreit, China und Italien, das alles darf nicht ausufern, damit diese Ziele erreicht werden können. Also von daher dieses Jahr mal wieder ganz klar
ein Jahr der politischen Börsen. Ja, schauen wir direkt mal auf heute. Schauen wir direkt mal auf unseren Tagesplan. Ja, wir bekommen heute Zahlen von Continental. Der Konzernumbau läuft ja relativ gut bei Conti, aber natürlich ganz klar, der Abschwung im Automobilsektor, der drückt natürlich auf die Margen von Continental. Und wenn es den drei Großen wie BMW, VW, Daimler nicht so gut geht, ja, dann verlieren natürlich auch die Zulieferer. Ja, auf Jahressicht muss man sagen, hat also hier Continental tatsächlich einen Einbruch bei der Aktie von 46% hinnehmen müssen. In Zahlen wären das umgerechnet 25 Milliarden Euro, also jede Menge Holz. Dementsprechend darf man gespannt sein auf das, was Conti heute an Zahlen präsentiert. Zusätzlich, wie gesagt, geht es jetzt los mit der Quartalsberichtssaison in den Vereinigten Staaten und da bekommen wir dann heute am Montag noch Zahlen von der Citigroup zum vierten Quartal. Morgen am Dienstag geht es dann weiter mit JP Morgan Chase, die Woche also voll mit den Banken, am Mittwoch dann BlackRock, Goldman Sachs und die Bank of America. Ja, Goldman Sachs kann dann übrigens dieses Jahr Bestehen von 150 Jahren begehen bzw. feiern. Und man steht ja nach wie vor relativ gut da. Ja, am Donnerstag geht es dann weiter mit Morgan Stanley, mit American Express und nicht uninteressant für alle die, die Netflix-Aktien haben. Am Donnerstag wird auch Netflix seine Bücher öffnen. Also da sind wir natürlich darauf gespannt, wie vor allen Dingen der Zuwachs im Kundenbereich ist. Das ist ja immer das, was halt eben die Netflix-Aktie klar nach oben und nach unten treibt. Also jetzt ist zumindest mal der Startschuss ab heute gefallen für eine Quartalsberichtssaison. Das heißt, wir haben mal wieder ein wenig Zeit, uns um die Zahlen und vor allen Dingen die Ausblicke der Unternehmen zu kümmern. Die sind nämlich bei Zeiten wesentlich wichtiger manchmal als das, was da tatsächlich an Zahlenwerk vorliegt. Wir wollen natürlich wissen, was die CEOs, die CFOs, das heißt die Vorstandsvorsitzenden und die Finanzvorstände denn erwarten vom nächsten Quartal oder sogar vom Gesamtjahr. Das ist ja immer ein ganz, ganz wichtiger Impuls. Ja, und das war schon wieder von meiner Seite aus mit Ihrem Mick Knauf Daily. Also schauen Sie sich die Woche mal genauer an, vom Zahlenwerk her, wie die amerikanischen Banken abgeschnitten haben, aber auch wie heute dementsprechend Continental seine Zahlen dann aufbereitet bzw. nach außen gibt. Und wie gesagt, der Dienstag, also morgen, ganz wichtig, was passiert da in Großbritannien? Was passiert in England mit dem Parlament? Wird man für letztlich oder wird man gegen das stimmen, was Theresa May ausgehandelt hat mit der EU? Das sollte auf jeden Fall die Woche Zünglein an der Börsenwaage sein. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine gute Börsenwoche. Wir sehen uns ja dann bekanntlich am Mittwoch wieder.